Oskar, ist das nicht toll? Ein dermaßen nettes Publikum. Ja? Ja. Und ich denke, Oskar, ich bin ja der Meinung, du solltest die Damen und Herren einmal ganz höflich begrüßen. Ja. Ja. Und was sagt man zur Begrüßung? Aus die Toilette. Nein, nein. Das kannst du doch nicht zur Begrüßung sagen. Nein, nein, natürlich nicht. Bitte. Danke. Alles klar, Oskar. So, also, du begrüßt jetzt die Damen und Herren ganz freundlich, ganz höflich. Ja. Und was sagst du zur Begrüßung? Cognac. Nein, nicht Cognac zur Begrüßung, sondern Cognac zur Begrüßung sagen. Du sollst sagen, gute Nacht, Leute. Nein, doch nicht gute Nacht, Leute. Nein. Nein, natürlich nicht. Schau mal auf die Uhr. Kennst du die Uhr? Ja. Na und? Das ist deine. Ja, das ist mir auch klar. Aber du kannst nicht gute Nacht, Leute, sagen zu den Damen und Herren. Nein. Hör mal zu, Oskar, die Herrschaften, die gehen doch jetzt nicht zu Bett. Kosten Cognac. Nein. Also die Damen und Herren, die gehen doch jetzt nicht zu Bett. Nein. Nein, die Herrschaften wollen sich amüsieren. Können sie das nicht im Bett? Oh. Seid also ehrlich, Oskar. Sag mal, Oskar, du bist aber reichlich frech, du. Bitte. Danke. Alles klar. Ja. Ja, alles gut. Sag mal, wie alt bist du eigentlich? 9 Jahre. 9 Jahre bist du alt, das finde ich toll. Ich auch. Ja. Und was möchtest du später? Cognac. Nein, nicht Cognac. Ich meine, was möchtest du später einmal werden, Oskar? 10. Ja, das ist mir auch klar. Ich meine, welchen Beruf möchtest du später einmal ergreifen? Keine Ahnung. Noch nichts überlegt? Nein. Denk doch mal nach. Bürgermeister. Bürgermeister? Ja. Von welcher Stadt? Zeven. Du möchtest Bürgermeister von Zeven werden? Ja. Yeah. Sag mal, bist du verrückt? Ist das Voraussetzung? Ja. Das gibt's doch wohl gar nicht. Bitte. Alles klar. Auf die Toilette. Hör auf. Nein, Oskar, ich meine etwas anderes. Ich meine, da braucht man Voraussetzungen. Ach so. Ja. Ja. Also ich war ja, bevor ich zur See gefahren bin. Kotzedel. Nein, hör auf. Bevor ich zur See gefahren bin, ja, da war ich mal Zauberkünstler, so wie der Alana. Sag bloß. Ja. Und ich kenne fabelhafte Kunststücke. Ehrlich? Ja. Cognac? Nein. Mein Lieblingskunststück. Ja. Da lege ich ein Ei. Was suchst du denn da? Dein Ei. Oh, nur hör doch mal auf mit dem Quatsch. Entschuldige. Bitte. Danke. Alles klar. Also, da lege ich ein Ei in einen schwarzen Beutel. So ein Schreck. Ja. Dann sage ich einen Zauberspruch. Cognac? Nein, nicht Cognac. Und dann ist das Ei Rührei. Nein, hör auf. Oskar. Ja. Dann ist das Ei verschwunden. Aha. Gewollt. Ist auch egal. Ja. Was macht denn zum Beispiel dein Vater? Das würde mich echt mal interessieren. Der ist krank. Ja, das finde ich schade. Nein, ich meine etwas anderes. Ich meine, was macht er so? Er hustet. Nein, jetzt hast du mich immer noch nicht verstanden. Ich meine, was macht dein Vater, wenn er nicht hustet, Oskar? Dann ist er gesund. Ja, das ist mir auch klar. Ich meine, welchen Beruf übt dein Vater aus? Ach so. Ja, was macht er beruflich, Oskar? Er dichtet. Wie bitte? Er dichtet. Er dichtet? Oh, das finde ich aber toll. Ich auch. Ja. Und was würde dein Vater dichten, wenn er heute hier als Gast anwesend wäre? Wasserleitungen. Hör auf! Wasserleitungen. Yeah. Dann ist dein Vater doch kein Dichter. Nein. Nein, dann ist dein Vater ein Installateur. Er ist Akademiker. Oh, Mensch! Kannst du das Wort Installateur nicht sagen? Nein, dann wollen wir es mal üben. Yeah. Ja. Silbe für Silbe. Klar doch. Gut. Jetzt fangen wir also an. Silbe für Silbe, das Wort Installateur. Was suchst du denn da? Guck doch mal. Wie bitte? Guck doch mal. Was ist denn? Da liegt ein Euro. Oh, was für ein Scheiß. Wir sind hier in Oldendorf, da liegt doch kein Euro auf der Straße. Also ich bitte dich, ja? Also komm, Installateur. Silbe für Silbe. Guck doch mal. Was denn? Da liegt ein Euro. Nein, das ist kein Euro. Da hat jemand feucht geredet. Das war der Bürgermeister. Oh. Das darf doch wohl nicht wahr sein.
Entschuldige. Bitte. Danke. Alles klar. Also, Installateur. Ja. Wir fangen frisch von vorne an. Silbe für Silbe. Du sprichst nach, ja? Also, in. Stall. Stall. Und jetzt beides zusammen. In Stall sind Schweine. Oh mein Gott. Das gibt's doch wohl gar nicht. Sag mal, was kannst du an dem Wort nicht sagen? Klempner. Oh mein Gott.